Moin, moin, liebe Umsi-Gemeinde. Nach durchstandener Nachtschicht muss ich das Ganze, was ich jetzt hier heute Nacht gebastelt habe, jetzt natürlich auch noch Probe fahren. Und habe mir so gedacht, da nehme ich euch gleich mit. Zusammenfassend ist zu sagen, die Linie 302 hat seit heute bei mir einen anderen, etwas anderen Linienweg als die 303, die ja zwischen Ebertplatz und Lindenhof eine ganze Zeit lang parallel fahren. Das ist jetzt bei mir anders, aber lasst euch einfach überraschen. Ich nehme euch einfach mit. Du, geh schon mal rein hier. Ist übrigens ein schweinekalter Morgen hier in Bad Barmfeld. 10 Grad. Uah. Zieht sich mir alles zusammen. 14 Grad im Bus. Das hier bestimmt gleich Beschwerden. Ich habe bloß keine Lust, eine Heizung anzumachen hier. Bei dem Bus wird sowieso gleich wohl warm. Ja, apropos warm. Könnt ihr auch mal starten schon, ne? Wird es vielleicht ein bisschen schneller warm. Wir sind schließlich in Bad Warmfeld. Oh, blöder Witz. Nicht da ist, der kommt auch nicht mehr. Können Sie die Heizung anmachen hier? Danke. Morgen. Hallo. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt es dann. Guten Tag. Ich brauche eine Fotostrecke, bitte. Guten Morgen, eine Kurzstrecke. Am Klippenberg.
Haben eine Tageskarte. Haben Sie sowas wie eine Heizung hier im Bus? Guten Hallo. Morgen. Hallo. Danke. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Wehe, du fährst mir eine Seite. Morgen. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein. Danke. Einmal kurz sprechen. Herz Jesu Kirche. Herz rutscht in die Hose. Schreckt man sich vor sich selbst. Ups, was ist das denn für ein Stau? Nein, ich gebe mal schnell Gas. Können Sie bitte mal Hallo. Ein bisschen die Heizung anmachen? Es ist ja ganz schön kalt hier drin.
Ich weiß auch nicht, hier wird man immer ignoriert. Ich lasse die aber durch. Weil, bringt ja auch nichts. Helmut Schleusener Stadion. Doch ein bisschen müde jetzt. Könnte mich doch noch hinhauen. Ja, also das Geheimnis ist jetzt gelüftet, was hier sonst nur Betriebsstrecke war, als Zufahrt für den Betriebshof, habe ich jetzt zum Linienweg für die 302 erkoren. Wenn der TSV Neuendorf irgendwann mal ligareif wird, dann kann hier in so einer Art großen Kreisumfahrung auch der An- und Abtransport der Fußballfans erfolgen. Alfred Nobelstraße. Hallo, einmal Kurzstrecke bitte. Guten Morgen. Ja.
jetzt sind wir quasi wieder auf der alten Streckenführung. Der 302. Heidstücker Weg. Das. Oh, na Gott sei Dank. Morgen. Hallo. Morgen. Eine Kurzstrecke bitte. Morgen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann. Ja, hier rauskommen, das mag ich mal bezweifeln. Na gut. Drängel, 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 Drängel. Okay, gut. Diese Linksabbieger, die ignorieren hier, ignorieren einen auch vollkommen hier. Dann stehen sie mitten auf der Kreuzung und alles so was. Sprech doch mal ein Machtwort. Den neuesten Kollegen Polizisten.
Morgen. Morgen. Guten Tag. Eine Tageskarte, bitte. Damit sind wir am Ebertplatz. Und damit ist dieses kleine Frühschichts-Let's Play auf Neuendorf auf meiner individuell geänderten Linie 302 auch schon zu Ende. Und ich sage wie immer Tschüss!